jetzt dieses Reinigungsmittel da reingefüllt, als Sie nachmittags im Eiscafé gewesen sind? Also wer das denkt, ist meiner Meinung nach verrückt, Frau Richterin. Ich würde mich eher ins Feuer schmeißen, als Maria irgendwie zu verletzen. Und dieser Mann, der könnte ihr Vater sein. Und sie hat einen Vater und hoffentlich begreift es irgendwann mal. Dann können wir alle nach Hause gehen und die Sache ist wieder okay. Da kannst du nur sehr lange warten. Ich werde sich nie von mir trennen. Du musst das akzeptieren, das ist nun mal so. Ja, im Moment sieht's so aus. Also, es tut mir leid für Maria. Sie verschwendet sich an so einen alten Sack, der nichts hat außer Geld. Ich sag's dir, es geht nur ums Geld. Wir fangen Sie jetzt nicht auch noch an. Mit den italienischen Verhältnissen des Dazwischenredens. Herr Ferro, warum verbringen Sie denn nach der Trennung von der Maria die gesamte Freizeit, so wie ich gehört habe, im Eislokal von dem Bertani? Ja, also meine Eltern sind gestorben, als ich klein war und meine Mutter war die beste Freundin von Sophia. Ja, und jetzt sind die Bertanis meine Familie. Die haben mich aufgezogen und mir alles beigebracht. Ja, und wir beten und hoffen, dass Maria wieder zur Vernunft kommt, damit wir uns alle wieder der Verlobung widmen können. Daniele, das mit uns war eine Idee von meinen Eltern. Und als du angefangen hast, mit meiner Mutter über Enkelkinder und Heirat zu sprechen, da habe ich einfach die Notbremse gezogen. Und außerdem kannte ich da Harry noch nicht. Nein, mit der kann ich wohl leben, Marie. Daniele, akzeptier doch einfach, dass es das Beste für uns beide ist. Das stimmt, Maria. Bevor Bob dieser Typ gekommen wird, du hast ja gesagt, ich heirate diesen Mann. Und wir werden mehr Enkelkinder bekommen. Aber ich wurde doch von euch getrennt, ich wollte das gar nicht. Hast du total den Kopf getreten? Das kann der Bayern nicht sagen. Egal, noch egal. Und die Also. Herr Ferro, mit dieser wunderbaren Familie, mit der man sich so gut versteht, deren Eiscafé, also ich meine, dass man vielleicht irgendwann übernimmt all die Tage, ich meine, das ist natürlich eine tolle Perspektive. Ich frage mich dann nur, warum rennen Sie dieser Frau so krampfhaft hinterher, wo Sie genau wissen, dass Sie sie nicht liebt und wo Sie noch nicht einmal mit ihr, ich darf das so sagen, geschlafen haben? Also bei allem Respekt, das geht Sie gar nichts an. Das gibt mich auch nichts an, aber das ist doch die Grundlage. Wir sind streng katholisch. Herr Ferro, haben Sie denn gar keinen Stolz? Wo ist denn der Italiano? Wo ist er denn? Wo ist denn der Toro? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Sie sind doch gar nicht mehr da. Und ich frage Sie ganz ehrlich, ich bitte die Frage. Sie können den Daniele nicht so behandeln. Wie können Sie eine so schöne Frau entstellen, nur um sie Ihrem Nebenbuhler auszuspannen? Das ist ja unmöglich. Seien Sie endlich geständig. Sie sehen es nur aus, wie Sie es möchten. Ganz einfach. Sie haben keine Beweise und ich weiß ganz genau, dass es nicht war, weil ich liebe dieses Mädchen. Und ich glaube nicht, dass Sie eine Frau, die Sie lieben, irgendwie verletzen würden oder verätzen würden mit irgendeinem komischen Spray. Maria, bitte, dieser Rechtsanwalt kann nicht Daniele so beleidigen. Sagst du etwas, bitte? Harry, da hat jetzt meine Mutter aber wirklich recht. Ich meine, wir haben schon genug Ärger mit meiner Familie. Aha. Was soll ich machen? Ich liebe euch beide und Caro kann es nicht gewesen sein. Jetzt bleibt ja nur er. Der ist ein guter Junge, also von abgesehen. Guck dir deine Tochter an. Guck dir, was alles eingestellt hat. Und dich wirklich das zu beschädigen, zu befreien von meiner Tochter. Das werde ich schon. Das ist verständlich. Mit der Reife, mit alles, mit der Tasche. Das bin ich nicht gewesen, wie oft denn noch? Natürlich bist du gewesen. Also, bitte. Klar, sie schon. Das ist eine Verrückte, die. Ja. Bitte. Hey, ich habe gerade so die Schnauze voll. Wollt ihr wissen, was ich mit Harry mache? Wollt ihr es wissen? Ich werde ihn heiraten. Was? Du hast doch nicht tatsächlich vor, die zu heiraten. Komm schon. Aber das ist gar nicht an unsere Familie. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Tu doch nicht so blöd, du wusstest es doch ganz genau. Du warst die Erste, die es wusste. Momentchen mal, Herr Ferro. Sie haben es gewusst. Ja doch, ich hab's gewusst, das stimmt. Von wem? Von ihr. Wann haben Sie es denn erfahren? Und wie haben Sie es erfahren, Herr Ferro? Also ich glaube, einen Tag, bevor es mit Marias Gesicht passiert ist. Einen Tag vorher war das. Aha. Und wo? Sie hat's mir, also sie kam quasi... Sie kam zu mir auf Arbeit und meinte, dass sie beide heiraten möchten und dass ich was unternehmen soll dagegen. Sie hat das gut. Dann interessiert mich das jetzt nur, warum das bislang Sie bei sich behalten haben. Ja, Frau Richterin, hätte ich das jetzt jedem erzählt, dann hätten alle gedacht, ich wäre es gewesen. Ich, Ex-Freund, eifersüchtig, vielleicht wütend. Und ich habe zwar drum gekämpft, aber ich war es nicht. Das sagen Sie so, Herr Ferro. Mich interessiert aber auch Sie, Frau Hitzfeld. Ich meine, Sie tun gerade eben, oder so haben gerade eben so getan, als ob Sie hier erstmals total überrascht seien von den Heiratsplänen Ihres Vaters. Dann kann das doch so nicht stimmen. Seit wann wissen Sie es? Wie haben Sie es herausbekommen? Ja, ich bin an Ihrer Tasche gewesen. Ich wollte sie mir nur kurz angucken, weil das war ja ein Geschenk und... Ich habe diesen Zettel dann gefunden. Was stand auf dem Zettel?
Sie hat die Entwürfe für unsere Einladungskarten gefunden. Von der Eheschließung? Der Hochzeit, ja. Warum haben Sie Ihren Vater nicht darauf angesprochen, dass er und Maria Bertania heiraten wollen? Das war der Schock meines Lebens. Ich war so vor den Kopf gestoßen, ich wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Karl, wann wollten Sie es denn sagen? Wenn die Gelegenheit dazu da gewesen wäre. Bei der goldenen Hochzeit spätestens, ja. Ja, danke auch. Bald oder was? Wann hättest du mir denn davon erzählt? Wenn die Karten schon gedruckt sind oder was? Papa, wir waren ein Team. Du hast mir vertraut, ich habe dir vertraut. Du hast nur noch Geheimnisse vor mir, vor deiner eigenen Tochter. Caro, ich liebe euch doch beide. Okay. Beutzfeld, lassen Sie uns mal offen sprechen. Ich weiß natürlich nicht, wer die Reifen an diesem Cabrio durchstochen hat, aber es müsste an sich jemand von der Familie gewesen sein, denn dieses Cabrio stand ja nun mal in der Garage und Sie haben ja schon gehört, dass das jetzt urplötzlich nicht mehr für Sie, sondern für die Freundin Ihres Vaters zum Geburtstag gegeben worden werden sollte. Und dann bekommt sie auch noch abends, den Sie von Ihrer Urfamilie bekommen haben, eine Handtasche für 2000 Euro geschenkt. Ist natürlich ganz schön üppig. Und dann kramt Mama wieder in der Tasche und findet die Einladungen zu den Hochzeitsvorbereitungen. Und am 20., drei Tage später, ist plötzlich dieses ätzende Mittel in diesem Sonnenschutzmittel. Und von alleine ist das nicht reingekommen. Fingerabdrücke von Ihnen waren auch drauf. Muss ich weiterreden, Freizell? Caro, wenn du das warst, dann sag das jetzt. Maria wird dir verzeihen. Ja, verzeihen, klar ist sie gewesen. Mir tut's echt leid. Ich bin an allem schuld. Leid. Vielleicht war das falsch. Und kindisch. Es tut mir auch irgendwie leid. È stata lei. Certo che è stata lei. Visto, aveva ragione. Abbiamo avuto ragione. Noch Fragen an den Zeugen. Sie Ferro, bleibt unbeeindigt. Herr Ferro, nehmen Sie bitte hin. Im Platz werden Anträge gestellt. Schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Ja, Frau Vorsitzende, das war anscheinend Verdrängungswettbewerb, dem Sie sich hier ausgesetzt sahen. Sie waren schlicht und ergreifend eifersüchtig auf diese Frau, denn die hatte ja schon in der vierten Klasse die größeren Schulbrote und die Butterbrote. Das reißt tiefe seelische Wunden auf, ist ein Trauma. Und anscheinend kommen Sie darüber nicht hinweg. Sie waren bösartig, das kann ich nicht anders sagen. Die Frau, der zu unterstellen, sie will nur das Geld von ihrem Vater, ist Quatsch. Das merkt man hier nach einer Verhandlung schon. Das hätten Sie längst merken können. Und Sie haben sich dazu hinreißen lassen, hier was sehr Schwerwiegendes zu machen. Eine schwere Körperverletzung ist angeklagt im Versuch. Bei Erfolg wären es 3 Jahre Mindeststrafe gewesen. Dass der Erfolg nicht eingetreten ist, weil diese Verätzungen nicht so schlimm sind und medizinisch so behandelt werden können, dass sie nicht auf Dauer entstellen, das ist nicht Ihnen zu verdanken, das ist großes Glück, das Sie haben. So haben wir eine Chance, über eine Bewährungsstrafe zu reden, Frau Vorsitzende, und das wird sehr, sehr knapp. Bei dem, was hier eingetreten ist. Ich bin letztlich noch dafür. Sie hat zum Schluss mit ganz großer Not endlich den Satz gesagt, es tut ihr leid, ich glaube ihr das ein Stück weit, da ist eine Chance zur Besserung. 2 Jahre halte ich für Tat und Schuld angemessen, eine gefährliche Körperverletzung ist es ja tatbestandlich auch. Sie wird sehr viel Schmerzensgeld zahlen müssen, wenn das geltend gemacht wird. Sie wird auf jeden Fall die Heilbehandlungskosten ersetzen müssen. Viel Geld hätte man schön Urlaub für machen können, an der Adria zum Beispiel oder auch sonst wo. Vielen Dank, Staatsanwalt Römer. Reichsanwalt Hüsch. Oh, das Gericht, Frau Vorsitzende, Frau Hitzfeld schaut mich mit ungläubigen Augen an. Ich glaube wirklich, sie hat diese Tat getan, sie hat ein Geständnis abgelegt, aber es war wirklich eine Spontantat. Ich glaube, sie war sich hinsichtlich der Folgen und der Absicht der Herbeiführung einer schweren Körperverletzung nicht nur bewusst, sondern ich glaube auch nicht, es war vom Vorsatz umfasst. Ich glaube, dass wir das auch aus den Gesamtumständen schließen können, sodass ich darum ersuche, zu überdenken, ob es hier tatsächlich bei der rechtlichen Würdigung der versuchten schweren Körperverletzung bleibt. Eine gefährliche Körperverletzung bleibt, dafür muss sie sich verantworten und diesbezüglich bitte ich um ein mildes Urteil. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Hüsch. Sie haben das letzte Wort. Frau Hitzfeld. Maria, du hast wahrscheinlich recht. Wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und das mit deinem Gesicht tut mir echt leid. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Zeitweise habe ich mich hier gefühlt wie in einer Eisdiele. Mir fehlte hier allerdings hier vorne nur noch mein geliebtes Nuss- und Zitroneneis mit Sahne.
Wir haben uns um Handtaschen gekümmert, wir haben uns um alte Gebrauchtwagenprobleme gekümmert, wir haben uns um die Schulzeit gekümmert. Entscheidend ist doch was ganz anderes. Es ging hier darum, um eine schwere Körperverletzung, ob sie versucht worden ist, ja oder nein. Und das, Eva Hitzfeld, war eine ziemlich bösartige Abteilung, was da abgelaufen ist. Wenn man sich es in den Kopf gesetzt hat, die anderen nicht zu mögen, dann weiß ich das, dass man über viel Fantasie verfügt, wie man schaden kann. Und man beruhigt sich gelegentlich mit solch einer Fantasie. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann hat man diese Fantasien. Nur wenn man die umsetzt, Frau Hitzfeld, dann geht man da deutliche Schritte zu weit. Frau Hitzfeld, Sie haben sich bei Ihrem ersten Geständnis doch etwas, ja irgendwie macht man das nicht oder so. Da habe ich noch gedacht, na, das wird noch ein teures Urteil werden. Aber Ihr letztes Wort hat die Strafe deutlich reduziert. Denn das war zum ersten Mal etwas, wo ich von Ihnen gehört habe, dass es Ihnen wirklich leid tut. Und das ist ja nun erstmal die Basis, um weiterzumachen hier in der Zukunft. Denn es geht um die gemeinsame Zukunft. Und die sollte vielleicht auch die Familie Bertani mal berücksichtigen, dass ihre Tochter sich halt umentschieden hat. Nun gibt es halt keine Eisdiele, sondern es gibt ein Autohaus. Enkel kommen so oder so. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen.